Es war nachts in einem Hafen. Ein Fischer sprach zu seiner Frau: Du, ich geh, ich kann nicht länger bei dir schlafen, ich muss hinaus auf See. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Dann fuhr er auf das Meer hinaus, allein in seinem Fischerboot. Die Nacht war schwarz, der Nebel weiß, und der Sonnenaufgang, der war rot. Der Fischer war moderner, surfte wahnsinnig gern auf dem Meer im World Wide Web. Auf seinem wasserdichten Handy hatte er eine super coole App, die Fisherman's App. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Die Anwendung, die war für ihn das pure Glück, denn sie wusste, wo die Fische waren. Am Himmel über ihm, da stand ein Satellit, und er sah von dort aus jeden Schwarm. Oho. Yeah, yeah. Frühmorgens um 8 ging er nach Achtern, um zu fischen. Er schaute auf sein Display, doch das, was er dort geschrieben sah, das tat ihm in seiner Fischerseele weh, da stand kein Netz. Der Fischer war genervt, er fand sein Handy bestusst, doch seine Wut, die war schnell verraucht. Denn schlagartig wurde ihm mal wieder bewusst, unsere Welt hätte Handys schon viel eher gebraucht. Schon Adams Abgang war vermeidbar, wir würden heute noch im Paradies stehen. Oh, hätte er nur mal Evas Handy umgedreht, da hätte er doch den angebissenen Apfel gesehen. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Das war unser Zeichentrickfilm. Vielen Dank. Dankeschön. Nun kommen wir zu etwas völlig anderem, meine Damen und Herren, und zwar...